73-Jähriger will Streit schlichten und wird von Auto überrollt. Ibbenbüren, Prozessauftakt nach Tod eines Schlichters. Ibbenbüren, nach dem tragischen Tod eines 73-jährigen Mannes, der einem verprügelten Mann zur Hilfe kommen wollte, Tag 24 berichtete, beginnt am Freitag, 9.30 Uhr, der Gerichtsprozess. Wegen fahrlässiger Tötung ist beim Amtsgericht Ibbenbüren im Münsterland ein Brüderpaar angeklagt. Die Männer sollen im März 2017 so lange auf einen damals 25-Jährigen eingeschlagen haben, bis dieser in Panik mit seinem Auto flüchten wollte. Beim Zurücksetzen überrollte er den 73-Jährigen, der hinzugekommen war, um einzugreifen. Der Mann erlag sofort seinen Verletzungen. Gegen den Fahrer selbst war das Ermittlungsverfahren eingestellt worden, weil er die Gefahr seines Rückwärtsmanövers nicht habe erkennen können, hieß es bei der Staatsanwaltschaft, Tag 24 berichtete. Er soll stattdessen im Prozess als Zeuge aussagen. In seinen Vernehmungen bestritt einer der Beschuldigten alle Tatvorwürfe. Er gab an, lediglich schlichtend in die Auseinandersetzung zwischen seinem Bruder und dem Fahrzeugführer eingegriffen zu haben. Außerdem habe er den 73-Jährigen, der später tödlich verletzt wurde, mehrfach aufgefordert, sich nicht einzumischen. Angeblich, so die Behauptung des Tatverdächtigen, habe er den 25-Jährigen nach dem Sturz des Schlichters noch zugerufen, er solle nicht fahren, da der Mann am Boden läge.